jetzt verraten. Wer bist du? Ich bin Natalia Kavriev. Ja? Ja. Ich komme aus Russland. Ja. Das ist eine Großstadt in Sibirien. Dort ist sehr kalt, immer. Dort ist am Sommer, ich denke, 13 Grad plus, am Winter 13 Grad minus. Also aus Krasnojarsk? Ja. Ja? Ja. Richtig geraten? Ja, ja. Wie kommt man aus Krasnojarsk nach Schwarzenberg? Oh, das ist sehr interessant. Ich bin Deutscher. Meine Familie und meine Mutter, mein Vater und meine Oma, Opa sprechen immer auf Deutsch. Ich habe auch für 4 Jahre nur Deutsch gesprochen. In Krasnojarsk haben wir auch kleines Dorf. Dort wohnen deutsche Leute und sprechen nur Deutsch. Und zwar, ich denke, 18 Jahre schon. Meine Mutter hat aus Russland in der Deutschland geflogen. Oder jetzt, sie wohnt in Deutschland schon 18 Jahre. Und ich bin nur ein Jahr in Deutschland. Und das ist für mich sehr gut, wann ich denke, wo ist meine Familie, dort ist meine Heimat. Jetzt, ich wohne mit meiner Schwester, meiner Mutter und meinem Vater zusammen und das ist sehr gut für mich. Ich habe lange ohne meine Mutter gewohnt. Meine Mutter hat sehr lange schon in Deutschland und ich bin immer in Russland. Dort, wir waren immer deutsche Leute. Jetzt in Deutschland, ich bin immer russische Leute. Das ist ein bisschen schwer, aber ich denke, muss man Zeit für Integration in Deutschland. Und das ist für mich sehr interessant. Ich denke jetzt, ich wohne nicht in Schwarzenberg, ich wohne in Aue, in Brunnersberg. Und bei mir, das ist sehr interessant, dort sind schön, weil dort ist sehr viel Berge, Wald und Sibirien. Ich habe auch immer in den Wald gegangen und immer mit den Leuten spazieren gegangen und das ist sehr gut für mich. Musstest du dein Bild von Deutschland korrigieren? Also das Bild, was du in Russland von Deutschland hattest, ist das so eingetreten oder hat sich das verschoben? Meine Mutter hat immer mir gesagt und ich habe schon gesehen, einmal, ich habe im Gast für meine Mutter gekommen. Für mich das ist sehr einfach, ich denke, ich habe gedacht, das ist so. Ja. Ja, das ist sehr gut für Leben, ich denke, und für meine Kinder, ich denke auch. Ich habe 2 Söhne, ein ist schon 25 und ein 18 Jahre alt. Ja. Und sie haben in Deutschland, ich denke, vieles was machen können. Ja. In Russland, das ist ein bisschen schwer, weil jetzt ist viele Leute verloren seine Arbeitsplätze und können nicht Geld verdienen. Das ist sehr schwer. Ja. Und Geld kann nicht leben in Russland. Und hast du dich in Russland mehr als Deutsche gefühlt oder ja, als Russe? Immer. Wir ja. haben immer gekocht, was Deutscher, was haben meine Oma mir gelernt und wir haben auch mit meines Mann, wir haben ein bisschen gesprochen, Deutsch, aber nicht viel. Ich habe alles vergessen. Meine ja. Mutter hat gewohnt viele Jahre in Deutschland und ich habe dort alleine gewohnt. Ja, ja. Ich kann nicht. Manchmal, wir haben das gemacht, aber nicht immer. Ja. Hast du dich ausgegrenzt gefühlt in Krasnojarsk? Ja. Also man hat dich auch spüren lassen. Gab es Vorurteile gegen Leute, die Deutsch gesprochen haben oder sich Deutsch gefühlt haben? Ja, dort wohnen auch viele Leute, die sprechen immer Deutsch und in seiner Familie, aber nicht auf der Straße, das können wir nicht machen. Ja. Das ist nicht verboten, aber ich habe schon gesagt, in Russland ich war immer Deutscher. Ja, ja. Für mich, wir haben immer gesagt, du bist Deutscher. Aber ich habe geboren in kleinen Dorf,
Dort wohnen, ich denke, nicht so viele Leute, ich denke 500 vielleicht. Aber sie haben nur Deutsch gesprochen, immer in, auf der Straße, in der in seiner Familie, immer. Ich habe meinen Freund immer getroffen und wir haben bis 4, 5 Jahre ich habe nur Deutsch gesprochen. Wann ich habe in andere Stadt mit meiner Mutter aufgezogen und dort muss man Russisch sprechen und ich kann nicht Wörter auf Russisch gesprochen. Und jetzt ist ganz anderes. Ich muss in Deutschland Deutsch lernen, gut Deutsch lernen. Kann man sagen, deine Heimat war Russland und du hast jetzt eine neue Heimat gefunden in Deutschland. Ja, ich denke, ja. Und gibt es etwas, was du in Deutschland vermisst, was du in Russland gehabt hast, was man jetzt vielleicht auch als ein Stück Heimat bezeichnen könnte? Ja, meine Arbeit. Ich habe viele Jahre gearbeitet in einem großen Büro, aber jetzt ich muss lernen für meine neue Arbeit. Das ist ein bisschen schwer, aber ich denke, ich schaffe das. Als was möchtest du hier arbeiten? Ich bin Buchhalter, Ökonomist für den Beruf und jetzt ich denke, ich kann auch in Deutschland dieses Beruf finden. Aber ich muss jetzt B2 schaffen und dann vielleicht noch C1 Prüfung machen und dann vielleicht kommt das und ich kann es schaffen. Ja. Aber ich will meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf, ich habe 25 Jahre in einem Firma gearbeitet und immer mit Leuten und ich denke, ich muss das weitermachen. Aber in Deutschland ist das schwer, weil ich kann nicht so gut Deutsch und muss lernen und das, ich denke, dauert ein bisschen lange Zeit. Ich wohne jetzt nur ein Jahr in Deutschland und ich denke, brauche noch 2, 3 Jahre vielleicht für Adaptieren und ich denke, dann geht das besser weiter. Und kennst du noch viele Leute in Russland, die gern nach Deutschland kommen würden? Ja, ich war viele Leute kennen, aber sie können das nicht schaffen, wann vielleicht haben sie Probleme mit seiner Familie. Sie kann nicht seine Familie verlassen in Russland und fahren in Deutschland. Für mich das war ganz anderes. Meine alle Mutter und Vater haben schon lange in Deutschland gewohnt, aber ich war allein in Russland. Und jetzt ist denke, sehr gut für unsere Familie, das ist besser. Meine Schwester ist krank und ich kann helfen, meine Schwester immer. Wir wohnen nicht so weit in ein Haus und das ist besser. Meine Mutter wohnt in Bad Schlema, das ist circa 10 Minuten und ich kann auch helfen. Für mich das ist Heimat, wo ist meine Familie. Also Familie ist wichtig. Wichtig, ja. Da steht ja die Frage jetzt im Raum, wärest du auch gekommen, wenn die Familie nicht hier gewesen wäre schon? Ich denke, wann kann ich das ein bisschen nicht so lange gewartet für dieses. Ich habe sehr lange gewartet für meinen Auszug in Deutschland. Aber ich denke, ich bin ein bisschen immer anderes. In Russland ist ein bisschen schwer für mich, weil wir haben andere Interessen, ich denke. Mein Vater und meine Mutter und meine Oma hat immer mehr gesagt, wenn in Deutschland ist besser für Leben, für uns, weil wir sind Deutsch. Das ist für uns gut in Deutschland. War das sehr schwierig für dich bei den Behörden in Russland, als du gesagt hast, du möchtest weggehen? Nicht so schwierig. Mein Leben in Russland war nicht so schwer. Ich habe ein gutes Haus, ich habe Auto, ich habe viel Freude. Aber in Deutschland ist besser für mein Kind, ich weiß das. Sie können studieren, lernen und gutes Beruf bekommen. Und ich denke, das ist gut für weitere Leben in Deutschland. Das war das Schlusswort. Danke. Okay, vielen Dank.